Ja, also ich kann euch jetzt nicht so ganz direkt folgen, da bin ich ganz ehrlich. Aber mir, was wisst ihr über ein eher Mühe? Nun, es heißt, dass der Horas, der erste Horas, einst trug. Und auch in seiner direkten Nachkommenschaft wird wohl dieses Merkmal vererbt. Es ist ein, und manche sagen, ein Zeichen der Götter, auf jeden Fall ein Zeichen der Macht. Bis wir wissen, wie wir diesen Gürtel zerstören, wird der Schleier den Einfluss von dem Gürtel und von der Erzdämonin abhalten. Und ich habe gehört, dass ihr gute Kontakte zu Leopold Freisopf hegt. Das ist tatsächlich nicht der schlechteste Plan. Und Leopold Freisopf ist wahrlich ein besonderer Junge. Nun ja, die Miona wollte ihn schon einmal töten, vielleicht genau aus diesem Grund. Naja, dafür müsste sie wissen, dass er das kann. Wie wäre es, wenn wir jetzt einmal die Klippen nach unten steigen und wieder zurück auf das Schiff gehen? Danach beratschlagen wir, wohin wir als nächstes wollen. Denn von hier aus nach Yerkesh wird schwierig. Wie weit ist Yerkesh dann von hier? Nun, ich würde tatsächlich vorziehen, dass wir in Richtung Zorgan fahren und dann mit einem etwas kleineren Flusssegler den Baron Ula hinab. Wir müssten stromaufwärts segeln. Das könnte bedeuten, dass wir zu Pferd schneller sind. Aber ja, zunächst sollten wir versuchen, möglichst nahe heranzukommen mit dem Schiff. Die Pferde sind auch noch auf dem Schiff. Das heißt, wir können einfach nahestmöglich ranfahren und von da aus reiten. Oje, oje, oje. Gut. Wenn Julia brauchst dir Hilfe beim Runterkommen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn wir von hier aus in Richtung Süden den Chalambusen einfahren. Aber dann müssten wir durch den Wald und das ist arg gefährlich. Das sehe ich Zorgan tatsächlich vor. Ich denke auch, dass die Route von Norden her das günstigste ist. Aber sicher kann uns unser Gastgeber eine Karte zur Verfügung stellen, wenn wir wieder an Bord der Galeere sind. Also gut, dann klettern wir nach unten. Eine halbe Stunde später könnt ihr wieder nach oben geklettert sein und steht dann vor dem Kapitän. Signore, Signorita, ich hoffe, ihr habt einen Erfolg errungen. Ja, durchaus. Hättet ihr wohl eine Karte Araniens für uns oder habt ihr nur Karten der Küstengebiete? Sie, Signora, wir haben selbstverständlich eingepackt. Wir wussten, dass ihr in Yanka vor Ort gehen wolltet. Es kann sein, dass die Karten etwas veraltet sind, da vor allem Yanka noch als Unheiligtum eingezeichnet ist, aber die restlichen Küstengebiete sollten sich ja nicht so sehr verändern, ne? Keine Sorge, ich nehme es euch nicht übel. Jo, und nach 2 Minuten hat ein Sklave eine große Kartentasche herbeigebracht, die dann ausgeklappt werden und von durchaus hoher Qualität sind. Tatsächlich könnt ihr auch erkennen, dass darauf einige Linien verzeichnet sind, die ein Berufsgeheimnis der Alanfanischen Flottille darstellen. Was ist das denn? Das ist aber keine Straße. Naja, egal. Da, hier seht ihr Barbrück. Das ist tatsächlich nicht weit weg von Zorgan. Und Yerkesh ist ein Stück weiter stromaufwärts. Wie gesagt, ein Bauerndorf, nicht von Relevanz. Diese Kapelle habt ihr in der Nähe von Barbrück gefunden, ja? Korrekt. Zorgan scheint tatsächlich der nächste, günstigste Hafen zu sein. Dann würde man auch an Yanka vorbeikommen, Senorita. Solltet ihr an Yanka vor Ort gehen wollen, ne? Die Frage ist, ob wir Zeit haben, an Yanka anzukommen. Wir haben da noch viel zu erledigen. Ich denke, das könnte dringend sein. Ich denke, das muss erstmal warten. Naja, also, meine Vermutung ist, und ich zeig mal auf die beiden Töchter. Ohne euch kommt man da eh nicht rein. Ich denke tatsächlich, wir haben sogar hunderte Jahre Zeit.
Zumindest hat die letzten 500 Jahre sich niemand dafür interessiert. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt in ein Bienennest gestochert haben. Das haben wir bestimmt, aber... Ja? Es könnte sein, dass, wie noch immer wir jetzt auf den Aufenthaltsort des Gürtels gestoßen haben, sich eine andere Tochter Niobaras verschafft und versucht, mittels dieser sich Zutritt zu verschaffen. Wir sollten uns also vielleicht doch beeilen, nur für den Fall der Fälle. Dann lasst uns in Janka anlegen, kurz sehen, wie die Lage ist und eventuell das Schiff wechseln. Naja, also meine Befürchtung ist, in Janka wird Tage von Arbeit auf euch warten, aber wenn ihr euch davon stehlen könnt... Vor allem sind wir mit diesem Schiff unauffälliger als mit unserem eigentlichen Schiff. Ihr habt recht, das ist tatsächlich... Ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, wenn ich all die Probleme dort sehe, ihnen sofort den Rücken zu kehren. Wir dürfen das Wichtige nicht aus dem Blick verlieren. Ich glaube, ich sollte euch noch an eine andere, Problem erinnern. Ihr wisst doch, dass ein gewisser, Aufenthaltsort einer Person uns noch unbekannt ist. Irgendwo in Aranien, ihr versteht? Nun, diese Information könnte zu ihr gelangt sein. Darum haben wir die Suche ja zuallererst aufgenommen. Deswegen wollten wir wirklich ins Herz Araniens reisen. Nun, wir müssen nicht unbedingt in Zorgern anlegen, wenn ihr diesbezüglich Bedenken habt. Wie wäre es, wenn wir in diesem kleinen Ort Bakrachal anlegen? Dort führt eine Straße nach Süden, wie es scheint. Ja, also, ich gebe ihm recht. Das ist wahr, wir wissen nicht, um welche Person es sich handelt, aber ich denke, viele jener, die damals dabei waren, halten sich heute in Zorgern auf. Meint ihr wirklich, dass wenn wir den Hafen von Zorgern besuchen, dort schnell auf ein Schiff wechseln, was den Baron Ula nach oben kommt, beziehungsweise nach unten, dass wir dort entdeckt werden? Ja. Wir sollten nichts riskieren. Und ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Schiff viel schneller sein wird. Wenn wir nicht genau wissen, wer unsere Feinde sind, müssen wir mit allem rechnen. Vor allem, wenn sie sich vor uns verbergen können. Ich finde Abelmys Vorschlag gut. Wir haben Pferde hier. Genug für uns. Und... Doch, sollten auf diese Art und Weise recht schnell in Jerakesh sein. Naja, wunderbar. Und ich denke, dann müssen wir uns das Ganze mal vor Ort angucken. Ja, und was unsere Feinde angeht, wir werden ja sehen, wer uns dort erwartet oder zu uns stößt. Signorita, das heißt, wir steuern nicht Janka an. Sie? Genau. Ganz wie erwünscht. Wir wollen so schnell wie möglich nach Bakrachal. Also gut, ihr fahren nun, dann legt euch in die Ruda. Ja, also ich muss ja sagen, der Takt von den Trommeln, das habe ich schon irgendwie vermisst. Eine abscheuliche Praktik, diese Sklavenschiffe. So ineffizient. Ach, ja, ihr macht einem auch irgendwie einfach nicht immer alles kaputt. Nun, wenn ihr unbedingt noch an der Beruderung festhalten möchtet, warum orientiert ihr euch nicht am Konzept des Sulman? Man gewöhnt sich an diesen Rhythmus. So sehr, dass es einem auf anderen Schiffen irgendwann fehlt, dass er nicht da ist. Ja, vielleicht sollten wir einen Trommler anschaffen. Herausragende Idee. Kapitana, wie steht ihr dazu? Zu eurer Abendunterhaltung dürft ihr euch gerne einen Trommler suchen. Aber im Allgemeinen ziehe ich das Geräusch des Windes in den Segeln vor. Ja, das sagt ihr jetzt, aber lasst den Mann erst mal 4 Tage trommeln. Und wer soll da schlafen nachts?
Vermutlich hört man das irgendwann einfach nicht mehr. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn, auf einem Segelschiff einen Trommel anzustellen. So wie einen Elefanten zu transportieren, wohlgemerkt. Also gut, Senores, unsere Berechnungen sind abgeschlossen. Mein Navigator sagt, dass wir ungefähr 35 Stunden brauchen, ne? Also etwas mehr als ein Tag. Eineinhalb Tage. Aber seid unbesorgt, wir sind nicht auf den Wind angewiesen. Meister Serpentilio. Ja. Wenn ihr wollt, ihr könnt gerne einen Uchuchu oder so etwas beschwören, der uns zieht. Ich verzichte unter Anbetracht der Neigungen der Capitania darauf. Ihr sagtet eben, dass wir ineffizient sind. Das sind die besten Sklaven, die Alanfa zu bieten hat, aber wir haben keinen Seekriegsmagier hier. Den hat der Patriarch nicht gestellt, eh? Capitania? Ich bin der Kapitän. Ich verstehe. Verzeiht. Entschuldigung. Nun. Wieso fragt ihr eure Frau? Ich frage meine. Bei allergrößtem Respekt, Senorita. Er fragt seinen Admiral. Ah, ich verstehe. Ja, Mudaris? Nun, wie ist euer Wunsch? Ich würde es vorziehen, wenn ihr keinen Dämon beschwören werdet. Anderthalb Tage klingt mir in Ordnung. Ich verstehe. Dann genießt die Trommeln, Senorita. Wo kommen wir denn unter? Auf diesem Schiff? Nun, ich habe meine Kapitänskajüte freigeräumt. Wir haben davon abgesehen noch drei andere Räume für Offiziere. Die haben ebenso ihre Sachen gepackt und schlafen dann unter Deck. Wir haben vier Räume also. Ausgezeichnet. Nur wie ich sehe, seid ihr acht oder etwas mehr? Nun ja, wir werden uns etwas zusammen kuscheln. Ja, ich nehme an, die Kapitänskajüte ist die größte. Ich bin gerne bereit, noch den einen oder anderen von euch aufzunehmen. Sie ist die größte. Hinweis, auf der Perlenmeerkarte gibt es tatsächlich auch den Grundriss von eurer Galeere. Einmal aufgefächert und einmal zusammengeschoben. Naja, dann würde ich jetzt mal stolzen Schrittes durch die anderen Räume schleichen. Ja, viele Räume gibt es wie gesagt nicht, aber die sind alle ausgestattet mit einem Schreibtisch, mit einem Bett. Und eines der Räume ist ein bisschen größer, aber die Kapitänskajüte ist auf alle Fälle am größten und hat natürlich auch noch so einen großen Schreibtisch für Offiziersbesprechungen, so wie du es von dir kennst. Natürlich ist es in eurer Kajüte auch alles noch ein bisschen größer, aber für die alanfanischen Maßstäbe mit den wenigen Offizieren geht das schon. Ja, durchaus schön hier. Ich erhebe Einspruch. Das ist eindeutig eine Galeasse. Woran erkennt man das? Kiel. Genauer? Der Kiel ist relativ lang und schmal, wenn du diesen Rumaufbau drum hast. Außerdem an den mehreren Segeln. Für gewöhnlich hat eine Galeere nur ein Marschsegel, während das hier Manöversegel sind. Ich meine, die könnten irgendwie weniger getakelt sein, aber es wäre ein ganz großer Blödsinn. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das Ding von der Seite sehen könnten, wäre es nicht so. Whatever. Lass mich! Man hat sich dieses Wissen schließlich aus dem Grund angelesen. Aus keinem Guten. Nun gut, ich ziehe es vor, nicht zur Kapitania, das gibt nur Gerede. Ich kann es mir nicht leisten, dass solches Gerede um mich entsteht. Ich werde mir eine Kabine mit Boltax teilen. Naja, also mich stört das Gerede nicht. Senores, wenn ihr mögt, können wir den Sklaven die Rede noch die Zunge rausschneiden, aber das verträgt sich auch am Ende nicht so gut. Man sollte nach den ersten zwei, drei Zungen aufhören, haben wir die Erfahrung gemacht. Ich denke, das wird nicht notwendig sein, wenn ich mit Serpentilio in eine Kabine ziehe. Ich bin mir sicher, wir werden uns arrangieren können. Ich würde mich zu Zulamin runterbeugen. Würdet ihr mich unterstützen, wenn ich darüber Gerede verbreite? Senora Fim, wenn ihr mögt, ihr könnt selbstverständlich auch. Wir haben noch zwei, drei Moha-Sklaven. Denen würde ich sowieso gerne die Zunge rausschneiden, weil sie Moha sind. Also, wenn ihr mögt, reicht ihr sein Messer.
Ich muss leider verzichten. Sie, Senor. Nur ein Angebot. Ich denke, ich würde dich nicht aktiv dabei unterstützen, indem ich selbst Gerede verbreite, aber es steht dir frei zu reden. Würdet ihr ein unterstützendes Nicken anbieten? Ein dezentes. Gewiss. Wunderbar. Und ich gehe ihm huldvoll zu. Ich habe das ganze mitbekommen, wenn ich schon runtergegraben habe, mir eine Kabine ausgesucht. Wahrscheinlich irgendeine von denen. Aber ich klemm vermutlich direkt dahinter, damit er sich keine schlechte aussucht. Ja, das wird wohl gehen. Etwas eng, aber naja. Die Herde wirklich? In 4,5 Tage werden wir schon aushalten. Ihr schnarcht auch nicht nachts, oder? Ich weiß nicht, aber mir, wie ihr sicherlich eruieren könnt, bin ich nicht wach, während ich schlafe. Nun, wir werden das austesten. Wenn nicht, müssen wir uns eine andere, Koalition ausdenken. Dann gib mir mal bitte 2W20. Jeder oder eine? Eine 2W20. Und nochmal einen W20. Man will? Okay. 15, okay. Ja, ihr könnt eure Kajüten beziehen. Könnt euch dann nach unten verdrücken, noch ein bisschen unterhalten. Die Kapitänskajüte steht euch natürlich offen für Offiziersbesprechung. Und ihr seid dann so die ersten 3 Stunden gefahren. Da könnt ihr dann von oben hören: Schiff in Sicht! Ja, ich würde mich aus dem Sessel in der Kapitänskajüte aufschwingen. Wir können nur hoffen, dass es Piraten sind. Hoffentlich sind es Piraten. Ja, und ein wenig Unterhaltung wäre nicht verkehrt. Lass uns sehen, wer da ist. Ja, wenn ihr nach oben tretet, wird euch auch der Kapitän, auch wenn das doch im Prinzip euer Schiff ist, wird er euch das Fernrohr reichen. Und ihr könnt sehen, wie dort ein auf der Seite liegendes Schiff, eine kleine Galeere euch entgegenkommt, die wohl die Kanonen allesamt auf einer Seite hat. Deswegen liegt sie schief. Was ist denn hier los schon wieder? Das sind Piraten. Wir sollten uns gefechtsbereit machen. Sie wollen uns mit der Breitseite erwischen. Wir könnten ihnen natürlich auch davon segeln. Was ist das für eine Schiffsart? Galeere. Und die Herkunft des Schiffes ist Kunchum. Signore, wenn ich etwas empfehlen darf. Wir sollten einfach unsere eigenen Segel, unsere eigene Heraldik flaggen. Wenn Sie sehen, dass wir aus Alan verkommen, dann sollten Sie einfach klein beidrehen. Mir erscheint zum jetzigen Zeitpunkt eine Konfrontation, die unsere Weiterfahrt empfindlich verzögern könnte, zu vermeiden, eine gute Taktik zu sein. Nun, versucht das. Aber seid darauf gefasst, sollte es nicht klappen. Ach, und ich habe mich schon so sehr gefreut, einen Bock wieder in Aktion zu sehen. Das Schiff heißt Lächeln der Sphinx. Das ist mein Name. Ja, der Kapitän wird dann seine eigenen alanfanischen Heraldiken flaggen und ihr könnt dann tatsächlich auch sehen, wie die Kunchumer Flagge bleibt. Man zieht eine zusätzliche Piratenflagge einmal kurz hoch und dann wieder runter. Was bedeutet das? Irgendeine besondere Piratenflagge? Oder einfach die Piratenflagge? Es ist die Piratenflagge, ja. Okay. Naja, ich hoffe, dass das heißt, dass sie nicht klein beigeben. Nun, Kapitän, können wir ihnen entkommen, oder nicht? Sie haben gerade signalisiert, dass sie nicht kämpfen werden. Ah. Sie haben offen kommuniziert, dass sie Piraten sind und dann eingezogen. Wir können ihnen uns nähern, ohne dass sie ihre Kanone nach uns schießen. Und wenn dies eine List ist? Nun, dann wir segeln auf die andere Seite. Wir machen selbstverständlich unseren eigenen Rotzern bereit. Und wenn sie uns angreifen, dann schicken wir sie zur Hölle mit unseren feuerspuckenden Geschützen. Das ist keine List. Keine närrischen Piraten würden den Kampf mit einem
Schiff der Trirem des Patriarchen aufnehmen. Außer sie haben einen Todeswunsch. Nun ja, maraskanische Piraten würden sich wahrscheinlich wenig darum scheren. Nun, die sind allerdings keine maraskanischen Piraten, hm? Nur das ist eine stolze Galeere. Nur weil sie eine falsche Flagge tragen, heißt es nicht, dass sie aus der gleichen Stadt kommen. Ja, aber Signore, sie haben eine Galeere. Das ist keine Zitrake oder Taluka. Eine Galeere muss gerudert werden, Abelmir. Und solange ich nicht irgendetwas verpasst habe und Piraten neuerdings einen sehr großen Zulauf an billigen Ruderern haben, müssten solche von Sklaven betrieben werden. Und soweit ich informiert bin, halten Maraskaner keine Sklaven. Nun gut, vertrauen wir auf ihre Flaggen. Vor allem vertrauen wir auf mich als Kapitän, ne? Das Senior, ich muss bieten. Natürlich. Bei euch im Horasreich ist es vielleicht so, dass man... nun ja. Ja? Die Zyklopeninseln als Piraten sind natürlich verschrien und man kann ihnen nicht trauen. Ebenso wenig wie den Horasiern. Ebenso wenig wie den Torvalen. Ne? Das gleiche sagt man über die Alanfana, aber lassen wir das. Ah, sie, Signore. Vertraut mir ein bisschen, ne? Ich denke, die Lektion hier ist, dass man auf See generell niemandem trauen kann. Eine Stunde später könnt ihr neben der Lächeln der Sphinx anhalten. Auf der anderen Seite, ja. Auf der anderen Seite, ja, selbstverständlich. Wir können sehen, wie der Kapitän noch dran stehen bleibt auf seinem Kapitänsposten und tritt dann wohl nicht runter. Es werden auch keine Planken oder so etwas ausgetauscht. Die Säbel von den Piraten sind wohl auch nicht gezogen. Ihr könnt auch eine ganze Menge an Sklaven erkennen, die wohl nicht in so gutem Zustand sind wie eure eigenen. Und dann ruft er rüber. Effendis, was verschlägt euch hier hin? Senor, ich glaube, er meint euch. Ich bin zwar der Kapitän, aber ihr könnt gerne antworten. Ist das nicht so? Kapitänia? Ihr seid die Kapitänia? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Ich bin Gantar Bir Ibn Gulusa. Ihr kennt mich. Kenne ich ihn? Noch nie gehört. War ja irgendein random Typ, der in Dagon Lolonas Kneipe im Hintergrund saß? Nee, Dagon Lolona sind ja auch Südmeerpiraten. Das ist jetzt ja ein Kutioma. Das ist nicht so wichtig. Du kannst hier mal ein bisschen Honig umschmieren. Ja, natürlich kennt jeder euch. Kennt den Namen Gantar Bir Ibn Gulusa. Euer Ruf eilt euch weit voraus. Er verbeugt sich kunstvoll. Was wollt ihr von uns? Alanfana, so weit im Norden? Nun, es sind schlechte Zeiten, vor allem im Norden. Noch weiter im Norden ebenso. Die Schiffe sind mittlerweile alle in Janka und Zorgan. Was habt ihr gehört aus dem Norden? Nichts zu holen. Habt ihr etwas von einem großen Konvoi gehört, der Städte angreift? Noch weiter im Norden. Ja. Ja, Effendi. Wie weit sind sie entfernt? Irgendwo im Norden. So hoch fahren wir nicht. Das war nicht hilfreich, Salamin. Nun ja, wir schon. Und wenn ihr Glück habt, dann wird es uns gelingen, sie aufzuhalten. Eine einzelne Galeere. Ihr habt gesagt, es liegen viele Schiffe hier. In Janka, aber die werden euch nicht helfen. Flüchtlinge. Und viele in Zorgan. Was ist mit euch? Seid ihr Manns genug, um euch gegen die schwimmende Hyptarchie zu stellen? Wir sind nicht wahnsinnig. Alleine sicher nicht. Aber wenn sich eine entsprechende Flotte zusammenfinden würde, wie würde es dann aussehen? Habt ihr euch schon angeschlossen, dem Bund der Wogen? Wir gehören zum Bund der Wogen, ja. Und ihr könntet auch dazu gehören. Ihr nehmt Piraten auf. Ihr werdet nicht die Ersten. Welcher andere Kapitän? Dagon Lolona. Er wird kreidebleich. Dagon Lolona gehört dem Bund der Wogen an. Effendi, ihr lügt. Das sind Alanfana. Was denkt ihr denn?
Wenn wir es nicht wissen, wer soll es dann wissen? Aber warum fahrt ihr alleine? Wo ist euer Verbund? Der muss sich erst noch sammeln. Wo sammeln wir uns? In Janka. Von da kommen wir gerade. Nun, der Feind ist noch nicht hier. Aber wenn er da ist, werdet ihr dann bereit sein? Wir schauen uns das mal an. Haltet ihr es für klug, ihn nach Janka zu schicken, wenn ihr ihn beeindrucken wollt? Ich will ihn nicht beeindrucken. Entweder schließt sich uns an oder er schließt sich uns nicht an. Dritter Schiff! Ihn nicht zu beeindrucken. Er ist schon bereits beeindruckt. Dritter Schiff, ja. Wir segeln wieder nach Norden! Nun, ich bin ein wenig enttäuscht, muss ich sagen. Nach eurem Ruf hätte ich mehr erwartet als ein vielleicht. Ich bin Gantabim Gulusser.